Ach, so wunderschön. Das sage ich jedes Mal. Ich bin wie so ein Papagei, oder? Aber wirklich, die Musik und das Menü bei Foundation ist irgendwie so verdammt entspannt. Willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahmesession Foundation. Ich habe gesagt, wir warten ein paar Updates ab. Das ist passiert. Das wichtigste letzte Neue war das UI-Update. Aber wie auch immer, los geht's. Neues Spiel. Wir nehmen eine Workshop-Karte. Die ist super hübsch. Die wollte ich mal mit euch spielen. Ich weiß gar nicht, ob ich die schon mal mit euch gespielt habe, aber wir werden es sehen. Auf. Founder Rally 1.6. 1.6, ich glaube, das war das, wo man dann jetzt Erz fördern kann. Das sind diese großen Steine, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Guckt mal. So sieht das jetzt aus. Überall Tutorial, neues UI. Ich habe schon mal ein bisschen gespielt, damit ich nicht nur am Rätselraten bin mit euch. Ah, guck, aber das brauchen wir jetzt nicht. Komm, wir gucken mal. Also, das Coole ist, hier gibt es zwei coole Hügel für eine Burg oder für Ratshaus oder wie auch immer wir das jetzt hier nennen. Hier oben oder da oben. Hier oben ist mehr Platz tatsächlich. Obwohl da oben, glaube ich, am besten wäre. Wir würden das ganze Tal überblicken. Ist echt cool hier, oder? Mein Gott, diese Berge hier. Da am ganzen Hang zu bauen, müsste auch ziemlich cool sein. Können wir überhaupt da oben hin? Das ist zu weit oben. Alter, guck mal. Das wär's ja auch, oder? Founder Valley. Ich würde sagen, wir bauen hier hin. Das sieht nämlich ganz gut aus. Auf in die Entspannung. Einige Mineralvorkommen wurden in der Nähe entdeckt. So, Dorfplatz bauen. Hier sind Ressourcen, sind ein paar Bäumchen. Ich glaube, wir bauen den hier hin. Dorfzentrum. Waltertalzentrum. Falls wir mal U-Bahn haben und so, ist das wichtig zu wissen. Alles beschildert ist. Und bestätigen. Habe ich doch, oder? Bauen. Rabanus. Paterna. Oh, die haben alle neue Namen, aber so total die Bescheuerten. Ach du Scheiße. Wo sind denn die guten alten Paul, Franz, Fritz? Damals konnte man die noch unterscheiden. Einfach auf Baubüro. Gab es auch schon immer ein Baubüro? Guck mal, ich kann auch Sachen anbauen. Wir machen mal so. Guck mal, da drunter ist auch noch ein Punkt. Seht ihr das? Ich mach mal die Musik ein bisschen leiser. Oder generell mal. Ist ja alles sehr entspannt. So, okay. Dann packen wir da erstmal 3 Stück rein. Was soll's? Dann brauchen wir den Holzfäller. Da oder da. Nehmen wir hier hin. Ich wüsste, ja so teuer gewesen. Ich wundere mich jedes Mal, ne? 5 Werkzeuge. Dann brauchen wir als nächstes, Steinbruch wahrscheinlich auch noch. Und Sammler. Ja, wir warten erstmal mit einem, oder? Los, Zeite. Oh Mann, das reicht's aber. Los, Franz! Kann man irgendwo die Namensgebung ändern? Ich meine, die haben ja irgendwie kroatische Namen oder so. Es sieht auf jeden Fall sehr seltsam aus. Ich will nicht damit sagen, dass kroatische Namen seltsam wären. Okay, okay, ich will doch. Helga! Odebald. Odebald ist der Aldemar. Mich muss es auch geben, ich bin der Beste. So, erstmal müssen wir jetzt Holzfäller einstellen. Und wir müssen die Dingens markieren. Und zwar hier auf den Pinseln. Ausbeutung. Ist das nicht ein tolles Wort? Es ist so schön, oder? Ausbeutung. Ausbeutung. Das zergeht auf der Zunge. Wunderschön. Aufforstung können wir auch mal machen.
Häuser bauen können wir noch gar nicht, ne? Ich glaube, wir müssen hier unten die Quest machen. Produziert Bären. Okay. Produziere Bären. Dafür brauchen wir den Bärensammler. Kostet auch nur 10 Holz. Sammlerhütte. Bauen. Baut meine Kleinen. Baut. Guck mal, ist so schön, ne? Das ist so cool. Also, ich habe bis jetzt immer noch kein Spiel gesehen, wo das so geil aussieht. Guck mal, nämlich wenn wir sehen, wie der Weg entsteht. Man sieht so eine richtige, ja, Wölbung im Gras. Nicht nur so, bläh, Gras ist weg und fertig. Nein, es sinkt. Es wird in den Boden getrampelt quasi. Und wenn ihr mal seht, wenn ich hier mit der Kamera bewege, man sieht gar nicht, dass das Gras vor einem aufploppt. Kennt ihr das Problem? Egal, ob wir jetzt hier dieses Ambient Occlusion anhaben. Hier passiert das, hier wo mein Mauszeiger ist. Aber super langsam. Es ploppt nicht einfach auf, sondern es taucht aus der Erde aus, glaube ich. Aus der Erde auf. Aus. Super cool. Also, ich muss sagen, Hut ab. Das ist sehr subtil gelöst. Ich merke nämlich sowas direkt, wenn irgendwie Renderdistanzen, so wie bei den Bäumen hier. Das geht nämlich auch noch. Aber es gibt's noch viel schlimmer. 100, gehen denn nicht alle Handwerker dahin? Helga. Natsmalia. Das ist ein Radia. Ein Rad? Ein Radkeks? Ich muss mir gerade ein paar Namen einfallen lassen. Ein Radia. Helga. Fruquist. Ist der Pansenpadawan. Oh. Ist der Pansenpadawan. Oh, der Aldemar. Der Franz. Aha. Kaishi ist das. Das geht auch gut. Das passt ja. Haben wir hier nur Aldemar, Franz. Oh, hier, ich kann Leute einstellen. Machen wir erstmal einen. Oh, Ausbeutung, ganz wichtig. So, Ausbeutung. Produziere Bären. Dann produzieren wir jetzt erstmal Bären. Da warten wir erstmal. Das war doch das, wo ich unendlich viele Leute in einem Bärenbusch packen kann. Das ist alles ist noch sehr simpel gelöst. Also ein Bärenbusch ist unendlich viel Ressourcen. Und ich bin gespannt, ob sie das irgendwann mal ändern. Weil das ist doch schon... Oh, guck mal, springende Fische. Das ist auch neu, oder? Wahrscheinlich sind das jetzt quasi die Fisch... Quellen oder die sind überall da rum, springen ja, die sind überall. Ach, es ist so schön. Also ich kenne wirklich kein vergleichbares City Builder Game, wo das so schön ist alles. Klar, es ist simpel. Aber allein die Geräuschkulisse, so wie es aussieht, ist toll. Ich meine, Valheim ist ein guter Vergleich. Guck mal, wie simpel Valheim eigentlich ist und wie schön es ist. Ja, das ist genau das gleiche Ding. Ich wollte sagen Problem, aber ist ja kein Problem. Einlagern Speicher, ein Träger zu weisen. Okay, guck mal, dafür brauchen wir bestimmt voll viel. Jetzt schon Speicher bauen. Ja, dafür brauchen wir Steine. Dann machen wir jetzt mal Stein. Steinlappen. Wie viel Lagerkapazität haben wir denn überhaupt? Bevorratung, nee, nee. Obwohl, jetzt können sie ja noch gar nicht essen. Also brauche ich es auch gar nicht bevorraten. Komm, ich mach mal gerade schnell, weil wir haben hier so wenig zu tun. Guck mal, wie stark. Das ist bestimmt Helga. Nee, oh, wir haben noch einen Namen hier. Das... Zarionella.
Es tut mir leid, Sarion. Ich nehme jetzt einfach Namen von Mitgliedern und so ein Zeug. Es tut mir leid. Das Ding ist, ich würde gerne die alle nach euch benennen. Das Problem ist, die gehen ja auch wieder. Und irgendwann sind das so viele Leute, das macht keinen Sinn. Aber jetzt am Anfang wäre es ganz nett, so ein paar Leute zu benennen, um zu gucken, wie lange die bleiben. Brunnen, ja, das ist auch alles alt. Gibt es irgendein neues Gebäude? Dorfkirche, Herrenhaus, Steinmetzhütte, Köhlerei, Eisenschmelze. Also, es gibt auch Eisenerz. Aber ich will gerne wissen, was denn jetzt die Eisenmine ist. Köhlerei, Bäckerei? Oder gibt es das immer noch nicht? So, abbauen. Geht keiner. Toll, okay. So, müssen wir mal Folgendes machen. Steinbruch. Holzfäller. Ein Radier. Ein Dingelsbummels weg. Steinbruch. Da machen wir auch einen weg. Helga. Helga, ja. Oh, Aldemar und Helga. Oh, wir brauchen noch einen Archikus. Habe ich hier immer noch drei? Guck mal, hier sind immer noch drei. Da kann ich auch mal... Franz und Kaishi bleiben Bauarbeiter. Keine Ressourcen von. Ja, ja, keine Sorge. Ach so, doch, doch, doch. Sind. Schon wieder vergessen. Die Strafkolonie. Die müssen jetzt noch irgendwie so singen. So ein, weißt du, so ein Verbrechersong, während sie Stein hacken. Ist nichts mehr zu tun, ne? Doch. Aber wir haben 79 Holz. Okay, dann bauen wir jetzt mal den Speicher. Der sollte irgendwie in der Nähe vom Dorfplatz, finde ich. Weil hier kommt auch unser Marktplatz hin. Am besten drumherum. Dann machen wir das mal hier hin. Oder weiter hier oben hin. Ne, machen das hier in der Nähe von den Bären und so. Warte, so. Da sind die Eingänge. Machen wir so, das sieht ganz cool aus, oder? So. Ne, so sieht eigentlich cooler aus. Er braucht also nur Stein und Holz. Okay. Nur Stein und Holz. Das ist so cool, wenn man im Hintergrund hört, wie die irgendwas machen. Es gibt auf jeden Fall viel mehr Sounds, glaube ich. Warte auf Baumeister, es ist immer noch so. Aber dann kann man jetzt endlich einen Träger einstellen, wenn wir den haben. Aber ich weiß gar nicht, ob er dann auch generell irgendwie Sachen trägt, die nichts mit dem Gebäude zu tun haben. Träger zuweisen. Sollen wir machen? Einen Träger. Was natürlich jetzt nicht geht. Also machen wir weniger Steinmetze. Metze! Rabanus! Hab ich doch umbenannt, nicht? Leerer Platz. Zack. Bären soll mal einlagern. Ja, das ist halt zum Verkaufen. Auch für den Marktplatz wichtig. Brunnenmarktplatz, wenn man vom Teufel spricht. Und Markthändler. So, dafür haben wir Platz gelassen extra. Marktplatz kommt. Ja, hier hin halt, in die Mitte. So. Ja, wir haben ja nur den einen. Warte mal. Wo ist vorne? So, ne? Der Händler ist der weiße Punkt, glaube ich. Dass die jetzt auch seitlich kommen können, ist neu, glaube ich. Ja, ist richtig. Schild, nicht vergessen, ganz wichtig.
Oh, das ist das Beste schon. Entschuldigung. So. So ein paar Fässer. Eine Bank. Okay. Oh, Bretter brauchen wir. Das ist jetzt natürlich doof. Sägewerk. Ich würde sagen, hier hin. Habe ich Pause gemacht, tatsächlich? Den können wir jetzt einlassen. Die arbeiten wieder da? Was ist denn los? Nee, arbeitslos. Ah, jetzt geht's. Okay. Dann machen wir noch einen... Nee, es sind immer noch zwei Baumeister. Oh, wir brauchen unbedingt einen Förster. Sonst haben wir aber keine Bäume mehr. Kostet auch 10 Bretter. 50 Kohle. Wir müssen uns auf die Quest konzentrieren. Nämlich, dann kriegen wir wichtige Sachen freigeschalten. Ach, guck mal, wie hübsch. Ich finde das so cool. Guck mal, Fisch, Brot, aber... War das schon immer so, dass da alles Mögliche im Regal ist? Oder war das einfach nur ein leerer Stand? Komm, es gibt doch so viel zu tun. Das wird nicht fertig, weil... Es ist immer noch... So, jetzt aber. Komm, mach mal schnell das Sägewerk fertig, dann ist das erledigt. Noch 10 Steine. Steine haben wir noch 32. Das ist immer noch schade. Also wir haben zwei Baumeister, aber der andere Baumeister macht entweder Pause. Achso, die wechseln sich ab. Ist also eine Schicht. Aber wäre cooler, wenn die zusammen daran arbeiten würden. Der eine holt Ressourcen, der andere ist am Hauen. Hier, ich finde das so schön, ne? Wenn man auf so einen Hügel geht mit so einem Baum und dann in die Ferne guckt. So. Ja, jetzt habe ich das blöde UI an. Ich weiß gar nicht, wie ich das ausmachen kann. Ich kann mal kurz gucken. Steuerung U. Guckt mal. Ach, schade, das ist das blöde, der blöde Rand noch da. Aber den kann ich, glaube ich, auch ausmachen. Ich glaube, hier war das. Ach, ich kann Gras aus... Bleh. Nee, doch nicht. Ich war immer noch nicht fertig. Ich fasse es nicht. Warte mal, wo kann ich denn... Ach, hier war das. Ja, das ist halt unser Territorium. Dafür gibt es aber bestimmt auch einen Knopf. Wenn man so macht, sieht man es ja wenigstens kaum. Die Leute ohne, wie heißt es nochmal? Wimpern? Augenlider, so war das. Ich habe das Wort gesucht. So, machen wir einfach mal drei Zimmermänner, so dann haben wir direkt ein bisschen Holz parat. Zimmermann! Das ist auch neu. Cool. Guck mal, wie cool das ist. Ist jetzt nichts Krasses, aber ich find's schön. Voll der kommunistische Betrieb hier, oder? So, das ist fertig, oder? Verkauft? Achso, ich soll es auch verkaufen. Warte mal, mir einen wieder feuern. Rabanus, der mit diesem scheiß Namen. Der muss immer gehen. Verleih nix.
Verleih nix, dein Fisch stinkt. Halt die Klappe, Automatix. Der ist frisch, der Fisch. Asterix hat gesagt, ich bin dick. Und Brunnen noch, genau, da war noch was. Brunnen. Ich kann den hier so hin machen. Dann haben wir noch... Hier sind die Kisten, aber wir können die genau neben die Kisten machen, so. Dann gehen die immer hier außen rum, weil ich will hier gerne auch noch Marktstände hin machen. Ah, dafür haben wir alles. Der sollte schnell erledigt sein. Brunnen. Versorgt die Dorfwohner mit Wasser. Mit Wasserbildchen. Hervorragend. Brunnen gebaut. So, jetzt gucken wir mal. Steigert eure Bevölkerung, indem ihr die Zufriedenheit erhöht auf 100. Wir haben 13. Ach ja, nee, das steigt jetzt automatisch. Das hatte ich schon. So, jetzt bin ich ungefähr an dem Punkt, wo ich wieder aufgehört hatte zu gucken. Das steigt jetzt auf 100 und dann kriegen wir die ersten Bürger. Und dann bin ich wieder da, wo ich nach dem Aufwärmen aufgehört habe. Oh, wir müssen Förster bauen. Sonst sind wir hier richtig geliefert. Also die verkaufen das, also sie ernten das und wir verkaufen ihnen die Ernte, die sie geerntet haben. Ja, und so funktioniert das, ja. Kapitalismus. Nee, Leibeigene, ist ja eigentlich mein Land, nicht den ihr Land, sondern sie dürfen auf meinem Land leben und hier arbeiten, ja. Ist das nicht fair? Wir haben ein echtes Problem jetzt mit Holz. Aber es sind ein paar Bäume gewachsen, einfach so. Ohne Erlaubnis. Direkt Gefängnisstrafe. Direkt abholzen. Oh, noch das. 100. Sind wir schon bei 50? Ist aber schon auf schnell. Die müssen, glaube ich, alle mal was trinken gehen und essen und so. Und dann geht das, glaube ich, schon. Guck mal, das ist auch noch Stein. Okay, das ist fertig. Haben wir noch einen Förster? Nehmen. Machen wir mal hier einen weg. Ein Radia. Du wirst jetzt... Förstaria. Funktioniert gut. Natürlich, ich habe ja ruhig gebaut. Okay. Aber ich weiß ja nicht, wie effektiv der jetzt hier... 50. Das ist blöd. Nahrung ist da. Wird verkauft. Das ist das Wasser. Ne, Nahrung minus 50. Es muss Nahrung am Markt verkaufen. Es wird verkauft. Warte mal. Habe ich irgendwas vergessen? Nee, das ist richtig. Null Bären. Da steht null Bären. Warte mal, ich habe doch einen Träger. Ich habe keinen Träger. Okay, jetzt müssen wir... Ah, warte mal, ich habe hier zwei Leute. Kaishi, du wirst jetzt Träger. Sehr gut. Oh, krass. Okay, das habe ich jetzt... Ich dachte, ich hätte das gemacht. Oh, jetzt ist uns aber bei 1. Wir haben nur noch 74. Das gibt's doch nicht. Los, Kaishi! Trag den Shit. Wo ist er denn überhaupt? Ah, jetzt. Ah, guck mal. Jetzt geht er weg. Jetzt holt er sich auch noch was. War zu wenig. So, jetzt aber. Das müssen sie wahrscheinlich erstmal kaufen. Weil die haben ja all mein Geld. Die werden ja bezahlt. Und jetzt will ich das Geld wieder haben. Damit das wieder zurück in den Pool kommt. So muss das gemacht werden. Wunderschön, das System, oder?
82, guck. Noch der letzte Seppel hier kaufen und dann haben wir es. Noch einer. Wahrscheinlich der da. Wetten? Ne, irgendeiner fehlt, der jetzt noch am Arbeiten ist. Wahrscheinlich Kaishi. Wetten selber, der die ganze Zeit die Bären trägt. Oder der Bärenpflücker. Ah, ne, da. Das ist Helga bestimmt, oder? Ne, ein Radier. Ja. Lahme Troller. Oh, sehr gut. Steigert eure Bevölkerung, indem ihr die Wahrscheinlichkeit der Einwanderung maximiert abgeschlossen. Also 100%. Okay, und jetzt? Das war's, ne? Aufträge keine. Dann brauchen wir... Ah, ne, haben wir immer noch nicht. Wir brauchen noch einen neuen Auftrag. Hier, Buch. Wir haben jetzt hier... Das sind die ganzen Leibeigenen. Und, das sind die Gebäude. Guck mal, wie cool, ne? Ich glaube, das gab's vorher schon, aber es ist alles so schön sortiert. Und hier sind die... Hier ist die Forschung quasi. Aber ich habe schon mal geguckt, hier ist nichts mit Mine. Also ich bin echt gespannt, was Eisenerz angeht. Vielleicht können wir es doch nur handeln. Oder es mit dem Steinbruch abzuernten. Keine Ahnung, wir werden es rausfinden. Oder ihr könnt es in die Kommentare schreiben, natürlich. 50 Bären zu verkaufen. Oh, das neue Bewohner, 3 Stück. Ach, guck mal, der Eingang ist direkt hier oben. Das ist super. Da lang? Ach, da hinten. Eine Botschaft aus dem Königreich. Das Königreich erkennt eure Bemühungen bei der Gründung eurer Siedlung an. Ich bin... ich bin nur euer bescheidener Diener, Herr. Oh, das Waltertal wurde gegründet. Wohngebiet. So, jetzt geht das los. Ja, dann nehmen wir mal die Fläche hier. Warte mal. Warte, nee. So. Oder Platz für den Marktplatz noch. Aber hier ist rot. Wegen Wirtschaftsgebäuden. Können wir hier Häuser hinmachen. Ja, jetzt müssen wir die erstmal bauen, damit ihr alle ihr schönes Wohnquartier habt. Oder wir generell mal Wohnhäuser haben. Ich krieg dann immer direkt Bock auf Black and White, ne? Oh, ich muss das auch nochmal spielen. Mann, das war so cool. Das war halt so random. Da haben die Bewohner alle selber Gebäude gebaut. Und dann noch mit dem Tier. Das war so cool. Meine Güte. Aber wir haben echt ein Holzproblem. Habe ich das schon mal betont? Wir haben noch kein freies Territorium bekommen. Und wie viel kostet denn eins kaufen? 500 Münzen. Steuern 10 Münzen pro Woche. Yo. Hauptsache, der Förster haut mal hier rein. Hat er denn überhaupt schon irgendwas gepflanzt, ist die Frage. Bewohner 0. Ich glaube, der Förster hat noch gar nichts gepflanzt. Oder sieht hier schon irgendwas minimal sprießen? Bäumchen? Wachst. Wachst doch, kleine Bäumchen. Braucht ihr irgendwas? Ach so, hier. Eiche, Pappel, Kiefer, Ahorn. Alles. Ah, jetzt geht's los. Okay, das ist neu. Wir wollen... Mischwald ist ganz wichtig, ja? Wissen wir jetzt, dass das... Wer hätte gedacht, nur Tannen und Kiefern setzen? Dass das ein Problem wäre? Naja. Nur Trottel. Am Regieren. Seit Jahrzehnten. Trottel. Einwohner. 2 von 2. Oh, guck mal, das erste Haus ist fertig. Oh, ich freue mich schon aufs Dekorieren. Wir werden nochmal einen Mod installieren, damit wir es noch schöner dekorieren können. Das wäre toll, oder? Noch schöner dekorieren. Jetzt im Handel. Das geht jetzt schon Herrenhaus und so. Aber wir brauchen erstmal Standardressourcen genug, damit das läuft. Gerade was die Bäume angeht. Sieht das für euch nach mehreren Bäumen aus? Die hat doch jetzt überall das gleiche gepflanzt, oder? Ah, ne, jetzt macht sie die verschiedenen Bäume. Ach, guck mal. Das geht ja richtig flott hier. Ja, jetzt werden wir erstmal länger eine Durststrecke haben, wahrscheinlich. Befördert den ersten neuen Kömmling. Baut ein Herrenhaus, zusätzliche Funktion, große Halle. Okay, was haben wir hier? Schaltet das Lager aus dem Stadtfenster Arbeiterschaft frei. Ah, hier. Krieg ich jetzt Geld? Oder einen freien Slot? Jetzt hätte ich gucken sollen, ob ich dafür kriege, oder? Ah. Eine Handelsroute mit Werkzeug. Handelsrouten waren... Da sind die Handelsrouten. Eine Handelsroute
möchte verkaufen. Hier. Guck mal, 20 Bretter haben wir. Alter. Ah, wir haben einen freien Landstrich bekommen. Einen freien Landstricher. Wir müssen den Wald nehmen, weil wir haben kein Holz. Oder ich mache den Wald hier und wir roden den. Aber ich glaube, ja... Ich glaube... Wir nehmen den Wald hier. Den können wir auch abholzen. Das macht auch nichts. Das. Einmal so rum. Und hier fangen wir an. Ja, jetzt kostet alles noch mehr Geld. Ausbeutung! So, erstmal ausbeuten. Bevor wir da noch mehr Häuser hinsetzen. Und wir müssen jetzt noch mehr Holzfäller einstellen. Wie viele freie Arbeitslose haben wir denn noch? Freie Arbeitslose. Jetzt im Handel. Essen haben wir noch. Stein haben wir 50. Förster haben wir. Säger können wir gebrauchen. Aber wir haben gar keine mehr. Never mind. Oh ja, Black and White und dann Steine auf die Häuser werfen. Ah. Das war immer so schön. Nein, das habe ich nie getan. Ich war mal nett. Aber irgendwann ist es immer aus einem rausgebrochen und da musste man einfach Steine aus Versehen fallen lassen, ja? Oder den Hang runterrollen lassen. Das ist einfach so... Ja, es passiert. Dass mein Monster halt Menschen gegessen hat, das war halt auch nur ein Versehen. Die Blitze auch und die Feuerflammen und Vulkane und... Und dann habe ich immer aufgehört. Aber ja, das ist halt immer so ein bisschen blöd. Es ist halt, macht halt Spaß, böse sein. Aber nur ein Computer spielen. Aber auch nicht immer. Fettnäpfchen-Treter. Es fehlen noch Tiere. Da freue ich mich schon mal drauf, wenn die irgendwann mal Tiere machen. Das Spiel macht einen sehr langsamen Progress. Also das ist jetzt schon... Keine Ahnung, wie lange gibt es jetzt Foundation schon? 2 Jahre? Ja, aber das ist auch ein sehr kleines Studio. Aber trotzdem, ich kenne kleine Studios, die kriegen es schneller hin. Aber ich glaube, die haben ein paar Sachen gemacht, die ziemlich aufwendig für die waren. Gerade was das UI angeht. Lagerhaus. Wo ist der Unterschied zwischen Speicher und Lagerhaus? Ach so, für Nahrungsmittel. Das ist neu. Das wird aber gewaschen. Dann bauen wir das auch mal, oder? Oder sollen wir erstmal warten? Wir können auch die Dorfkirche bauen. Das wäre vielleicht sogar wichtiger. Ich glaube schon, die Dorfkirche. Das macht mehr Leute glücklich. So, hier. Also, kommen überall Häuser hin, Entschuldigung. Blablabla. Da. Ja, ich weiß, ich muss das jetzt noch. Machen wir so. Dann haben wir hier die Tür A. Dann haben wir Tür C. Dann haben wir noch einen Holzturm. Ja, die soll... Doch, nehmen wir so. Desto größer es ist, desto mehr Platz hat es. Aber die Dorfkirche ist doch hübsch so, oder? Ist vielleicht ein bisschen zu krass. Oh, ja, Holzkreuz. Niemals genug. Das ist eine Christuskirche. Wir brauchen noch mehr Kreuze. Es bricht immer aus mir raus. Oh, wir haben keine 10. Bestätigt die... Oh, shit. Wir haben... Sind das die Vorabkosten? Hauptgebäude, Tür? Alles check. Ah, jetzt geht's. Gut, dann machen wir so. Was soll's. 11 Werkzeuge. Oh, nee, das ist zu teuer eigentlich. Aber wir haben die Handelsroute ja schon, ne? Handelsroute. Wie machen wir das denn jetzt? Handelsroute. Der kommt immer vorbei, ne? Da steht doch die Nachricht. Ist er schon hier? Nee, ne? Ist er das da? Nee, ist er nicht. Arbeitslos. Beruf? Arbeitslos. Toll. Bester Beruf überhaupt. Ich glaube, wir müssen das nochmal abreißen. Ja, wir lassen das erstmal.
Ich glaube, der Händler kam von selbst. Ich meine, es war so. Ah, da ist er. Ne, warte mal. Dies sind schwere Zeiten. Mein Herr und König verlangt einige Materialien im Klerus. Ich will dem König helfen. Was will er denn? Liefere 50 Holz zur königlichen Belohnung. 50 das. Ach so. Ja, wir machen erstmal Holz. Das haben wir wenigstens. Jetzt müssten wir das einlagern, ne? Wir haben auch noch gar kein Lagerhaus. Sekunde. Machen wir so. Oh, jetzt haben wir aber knappe Kasse hier. Haben wir genug Wohnfläche hoch, alles gut. Gottesdienst geht halt gerade nicht, Komfortmangel. Ja, ja, es tut mir leid. Schon am Rumjammern. Was war das denn jetzt? Lieferung 15 König. Machen wir das mit dem Lagerhaus. Werkzeuge in dem Lagerhaus zu. Weist Werkzeuge in dem Lagerhaus zu. Erlaubt dem Kaufen. Ah, so war das. Okay. Stimmt, da war ja diese Kauftabelle. Jetzt weiß das wieder. Alles gut. Aber solange die jetzt hier bauen, liebe Leute. Meine, ist die ganze Zeit am schneller am Laufen. Das wollte ich eigentlich gar nicht, ne? So schnell geht das. Ha! Reimt ja. Okay, bis zur nächsten Folge Foundation, liebe Leute. Ich freue mich schon, wie groß unser Dorf werden kann. Weil, wie gesagt, warum ich letztes Mal aufgehört habe, wenn das Dorf zu groß wird und die Laufstrecken, sagen wir mal, hier wohnt Fritz, aber der sein Job ist da hinten auf dem Berg, dann läuft er halt die ganze Zeit und auf halbem Weg ist der Tag schon vorbei und er geht wieder, ne, oder er wohnt hier oder geht zur Arbeit und kommt dann wieder zurück, weil er einfach gar nicht arbeiten geht, weil der Tag dann vorbei ist, seine Arbeitszeit. Und das haben sie geändert. Die ziehen jetzt immer in die nächste Nähe des Arbeitsplatzes wohl. Ich hoffe, ich meine das mal gelesen zu haben. Ich hoffe, das ist auch so. Also, ja, bis zur nächsten Folge, liebe Leute. Nicht vergessen, abonnieren, kommentieren und so. Das hilft mir sehr, ja? Also nicht vergessen, drückt drauf. Ohne Scherz. Ihr seid die Besten. Und bis dahin, wie immer, haut rein. Schönen guten Abend, schönen guten Morgen und mit Mahlzeit. Adios.